Gewirkt hat, was er nicht schlucken konnte.
dreht sich um sie und den halben Gedanken an der Hand nimmt und sagt, komm. Und dann fliegen einige von den müden Worten und einige Tippfehler, die über sich selber lachen, mit oder ohne die halben und ganzen Gedanken, aus dem Londoner Elend über Meer und Flachland und Berge immer wieder hinüber zur selben Stelle. Und morgens, wenn du die Stufen hinuntergehst durch den Garten und stehen bleibst und aufmerksam wirst und hinsiehst, kannst du sie sitzen sehen oder auch flattern hören. Ein wenig verfroren und vielleicht noch ein wenig verloren und immer ganz dumm vor Glück, dass sie wirklich bei dir sind.